Hallo, heute will ich dir ein bisschen was über mich erzählen. Also ich werde so oft gefragt, ja, Petra, wie lange magst du eigentlich schon Feng Shui? Warum bist du überhaupt aufs Feng Shui gekommen? Also meine Geschichte fängt so an, dass ich glaube, es sind ja Minimum schon 25 Jahre her, als ich angefangen habe, mich zum allerersten Mal mit dem Thema Feng Shui auseinanderzusetzen. Und es war damals einfach eine Zeit, da ging es mir gar nicht so besonders gut, mir nicht und auch meiner Tochter nicht. Wir hatten große gesundheitliche Schwierigkeiten. Und eines Tages habe ich eine Heilpraktikerin besucht. Ich wollte einfach ein paar Tipps auch von ihr haben und natürlich klar meine Gesundheit stärken, vor allem auch die meiner Tochter. Also meine Tochter hat zur damaligen Zeit gar nicht durchgeschlafen und natürlich war sie sehr krank. Naja, auf jeden Fall ist ja immer so, der Druck muss groß sein, dass man was verändert in seinem Leben. Und ich kam dann zu dieser Heilpraktikerin und sie hat einen damals Feng Shui-Meister eingeladen, der einen Vortrag über dieses Thema gehalten hat. Und zur damaligen Zeit, ich habe da gerade so ein Augentraining bei ihr gemacht, damit ich keine Brille mehr brauche. Und wir hatten dann viele homöopathische Sachen noch bekommen von ihr. Und ich bin eher ihr zuliebe bei diesem Vortrag habe ich mich angemeldet, als dass ich wirklich Lust gehabt hätte, dorthin zu gehen. Und ja, ich bin auf jeden Fall zu dem Vortrag gegangen und es war eigentlich ein Aha-Erlebnis. Also der Herr erzählte dann, dass er sehr viel Erfahrungen gemacht hat, dass man, wenn man das Bett umstellt, dass sich die Gesundheit stabilisiert. Naja, und dann bin ich erstmal wieder heimgegangen. Ich habe ihm viele Fragen noch gestellt gehabt. Ich habe dann ihn angerufen und er kam dann auch, hat die Untersuchung gemacht und hat dann herausgefunden, dass das Bett am allerschlechtesten stehen würde, wenigstens von meiner Tochter und von mir. So, also erst habe ich nichts gemacht, weil er hat mir eine ganze Liste an Informationen dort gelassen, was ich alles zu verändern hätte. Und irgendwann, als uns dann wieder mal nicht so gut ging, fing ich an, ja, die Wohnung umzuräumen. Als allererstes bei meiner Tochter. Und sie hat von diesem Zeitpunkt an dann durchgeschlafen. Das war super. Also das war so eine Erleichterung für mich. Aber ich habe ja zur damaligen Zeit gedacht, dass die noch kränker wäre, weil ich war das gar nicht gewohnt. Die ist ja immer aufgestanden jeden Abend. Wie konnte das auf einmal sein, dass sie durchgeschlafen hat? Also bin ich zu ihrem Bettchen gegangen, habe gedacht, wow, was ist denn jetzt los? Warum schläft sie durch? Ja, und von diesem Zeitpunkt an, wie gesagt, hatte sie einen eher sehr ruhigen Schlaf. Also darum sage ich ja immer, Kinder wissen ganz genau, wenn sie einen guten Platz haben oder einen weniger guten Platz, dann sagt das Kind schon Bescheid. Irgendwann habe ich gedacht, ich muss das einfach erfahren, wie das einfach so zusammenhängt. Ich habe dann einen Workshop besucht, einen Feng Shui-Workshop, sehr, sehr einfach gestrickt. Da ging es dann um irgendwo den Brunnen aufzustellen und ein Bild von der Partnerschaft. Das war mir dann doch zu einfach. Dann habe ich gesagt, okay, das kann nicht Feng Shui sein. Da muss noch mehr dahinter hängen. Und so habe ich dann eine weitere Fortbildung gemacht und später habe ich dann die Ausbildung gemacht. Am Anfang eine ganz einfache Ausbildung, die aber auch 1,5 Jahre gedauert hat. Damals noch beim Internationalen Forum Feng Shui, das es heute nicht mehr gibt, nur noch in Russland. Und dann kam ich 1998 auf Großmeister Yap Cheng Hai, der damals die Ausbildung gemacht hat. Ich hatte erst einen Vortrag von ihm gehört und danach eben diese Ausbildung bei ihm begonnen. Ich hatte mir damals viele Meister angeschaut und ich habe einfach bei ihm ein Gefühl gehabt, dass wir gut zusammenpassen und vor allem so ein alter Mann, der kann mir doch was erzählen, habe ich mir gedacht. Und genauso war es auch. Also ich bin ziemlich tief mit ihm gegangen. Ich bin ja bis in die Meisterausbildung 2001, habe ich ja den Meisterbrief bei ihm gemacht, habe damals auch eine der besten abgeschlossen und konnte dann 2002 nochmal dieses Seminar wiederholen und habe dann das höchste Diplom des Feng Shui-Meisters eben der Feng Shui-Akademie von ihm erhalten. Naja, er hat mich dann auch die Lehrfähigkeit gegeben für seine Module, die ich dann auch jahrelang unterrichtet habe und dann auch zu Großmeister Raymond Loh gekommen bin, um eben noch tiefer und tiefer in Feng Shui einzutauchen. Heute kann ich sagen, ich habe wirklich bei allen renommierten Meistern gelernt, weil ich mir einfach denke, es ist immer gut, viele Meinungen auch zu hören
und habe dann 2009 den Meisterbrief bei der International Feng Shui Association gemacht. Ich wollte, natürlich hatte ich den Meistertitel schon, aber ich wollte einfach mal sehen, was der Unterschied ist. Ob ich dann wirklich da alles ganz gut hingekriegt habe oder ob ich da irgendwelche Mängel habe. Nein, ich konnte wirklich gleich diesen Schein für mich gewinnen und habe dann den 2010 auch abgeholt. 2009 habe ich aber diesen Schein sozusagen bekommen, den Meistertitel. Danach habe ich das Institut, also mein Feng Shui Institut of Excellence, zertifizieren lassen, weil ich mir gedacht habe, wir brauchen einen hohen Standard. Wenn jetzt mehrere Feng Shui Meister und die über 60 Jahre Erfahrung haben, darunter war auch damals Großmeister Yap Chiang Hai, die Fähigkeit haben, mein Institut zu untersuchen und die Möglichkeit mir geben, nochmal zu revidieren, was ist der Inhalt meiner Ausbildung. Und das fand ich super, weil die haben das jetzt nicht so einfach gemacht, sondern ich musste wirklich ein ganzes halbes Jahr wurde ich geprüft. Und ich weiß noch, Großmeister Raymond Loh hat mich ab und zu mal angerufen und gesagt, ja du Petra, bald ist es soweit, bald hast du diesen Titel. Also, dass ich dieses Zertifikat bekomme und eben mein Institut zertifiziert ist. Und das fand ich dann schon gut. Also, das heißt, ich habe einen sehr hohen Standard. Aber warum ist es so? Weil ich möchte wissen, nicht nur wissen, sondern ich möchte kontrollieren, ob diese Formeln, die wir lernen, auch wirklich möglich sind, heute noch umzusetzen. So habe ich heute einen Lopan in der Hand, weil ich einfach weiß, es gibt so viele verschiedene Lopans, ich kann fast alle Lopans lesen. Sollte ich mal einen Ring nicht können, dann schaue ich so lange nach, bis ich diesen Ring dann irgendwo finde und mir natürlich erklären lasse, was hinter dieser Meinung oder hinter diesen ganzen Ringen steckt. Ja, es gibt natürlich so viele verschiedene Möglichkeiten, das Qi oder die Energie des Ortes zu erhöhen. Und ich finde immer, der wichtigste Punkt ist doch, wenn du selber erfolgreich bist als Feng Shui-Berater, machst du doch schon mal viel richtig, oder? Wenn du aber keinen Erfolg hast als Feng Shui-Berater, musst du noch dein eigenes Feng Shui überprüfen. Das ist immer so meine Meinung. Also das heißt, ich teste an mir, ich probiere an mir aus und ich schaue einfach, ist es möglich, passt es noch, geht die Formel überhaupt noch? Und ich kann wirklich sagen, alle Formeln, die ich in meinem Institut ja genommen habe oder die ich unterrichte, habe ich auch geprüft. Manche Formeln sind einfach für das Verständnis da, die lasse ich dann auch drin, sagt es aber meinen Studenten auch dazu. Also man kann Feng Shui ganz einfach lernen, eben online, eben in meiner Ausbildung und es ist zertifiziert und es ist eine hohe Qualität. Es wird nicht Schnickschnack unterrichtet, sondern wirklich traditionell klassisches Feng Shui. Und das Tollste dabei, du kannst es in kurzer Zeit lernen und du bist immer mit mir verbunden, eben durch Facebook. Ich werde auch nach der Ausbildung für dich da sein und zwischen der Ausbildung. Diese Ausbildung ist sehr intensiv und es sind nicht nur 9 Tage, die du kriegst, sondern du kriegst jeden Tag während der ganzen Zeit der Ausbildung geschenkt. Denn du kannst alle deine Fragen jederzeit loswerden. Und das finde ich ist eine sehr, sehr hohe Qualität. Das habe ich mir damals gewünscht. Das hatte ich nicht. Also ich musste mir noch selber alles beibringen. Ich konnte nicht wirkliche Fragen stellen. Aber du kannst das. Und ich bin bereit, dir deine Fragen zu beantworten. Also, sei dabei und ich wünsche dir alles Gute und bis bald.